Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich muss gerade nochmal das Headset umdrehen, weil ich es falsch rum auf hatte. Heute stelle ich euch einen Mod vor, der recht geil ist, finde ich. Der Mod, was kann der Mod? Ja, er hat auch eine Freundschaftsliste und so, das ist recht episch. Und der Mod heißt Social Miner. Wieso schaltet er eigentlich immer auf dieses Bild, wenn ich genau aufnehme? Komisch. Gut, runterladen könnt ihr es euch hier. Hier stehen mal Friendlist, da könnt ihr euch die Skins von den Freunden angucken. Ihr könnt ein Message schreiben, zum Beispiel, ich schaue dir mal das an. Ihr könnt gleich auf den Server joinen, wenn jemand drauf ist. Ihr könnt noch sehr, sehr viel, das irgendwann kommt. Ihr könnt jetzt entweder hier auf Minecraft-Page oder direkt oder hier klicken. Ich habe immer auf direkt geklickt, dann kriegt man es gleich runtergeladen. So, speichern. So, dann habe ich das einfach in meinen Mod-Ordner geschoben, den ich irgendwo habe, und bin jetzt zu dem Magic Launcher. Den Magic Launcher könnt ihr unten nachgucken, da steht der Client und dann wisst ihr, was es ist. So, öffnen wir den Magic Launcher, gehen auf Setup, ich habe es hier schon drin, ne? Mit dem Invasionsmod zusammen. Ja, geht einfach auf Add, fügt es hinzu und dann ist eigentlich alles fertig. Ihr braucht den Mod-Loader, glaube ich, und das war es eigentlich schon. So, dann gehen wir einfach mal auf Test, beziehungsweise ihr könnt euch einloggen, aber hier steht das You are not on, ja, online. Wenn ich jetzt P drücke, dann komme ich hier in diese Ansicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Laus als Freund nehmen will, drücke ich hier, gebe ich hier seinen Namen ein und dann mache ich Add Friend. Hier, der... Das einzige Problem ist, der benutzt kein Social Miner. Also alle, die ihr eine Freundesliste haben wollt, müssen Social Miner haben. Das kann ich mal kurz machen. Gehe ich nochmal eins auf Test machen. Ne, da muss ich ja... Warte mal, ich muss mich mit dem sein einloggen. Oh Gott, weiß ich das noch überhaupt? So, das müsste es glaube ich sein. Okay, jetzt geändert. Dann weiß ich es, glaube ich. Ja, okay, ich weiß es doch noch. Ha, bin ich nicht gut. So, drücke auf P. Und gebe mir jetzt hier... Ich werde klein geschrieben. Hendrikator ein. Und hier steht offline. Weil ich ja nicht spiele. Jetzt machen wir mal Refresh oder so. Option. Auto-Login ist klar. So. Jetzt seid hier online. Und wenn er jetzt auch noch was macht, bin ich auch online. Ne, ich bin offline. Okay. Hendrikator. Gut. Weiß auch nicht warum. Wenn ich jetzt hier Doppelklick auf ihn mache, passiert nichts. Und wenn ich auf Profile klicke, sehe ich hier sein Skin. Ich kann auch eine Message senden, zum Beispiel. Lol. Und send Message. So. Jetzt hat er hier gerade eine Nachricht bekommen, dass er eine Message bekommen hat und dann steht da. Eigentlich müsste er jetzt eine Message haben. Ja, das bin ich. Okay. Wieso er keine Message gerade bekommen hat, weiß ich jetzt nicht. Bin ich immer noch bei dem Offline oder was? Ja, wahrscheinlich geht das nicht mit zwei. Ja, auf jeden Fall können wir uns nochmal eine Message schreiben. Beziehungsweise ich ihm. Message? Nee. Gut, also wenn er jetzt hier auch zum Beispiel auf irgendeinen Server geht, ich gehe jetzt mal auf, weiß nicht, meiner ist gerade nicht on. Ich mach mal kurz meinen auf. Nee, wo ist denn der? Jetzt muss ich da wieder alles löschen, so überhaupt keine Lust. Gehe ich dann lokal host. Fertig, gehe auf Server betreten. So, bin jetzt auf dem Server drauf, hier steht's. Ich hab bloß den Invasionsmod nicht drauf. Hier steht auch Social Miner. So, jetzt kann ich, wenn ich jetzt nochmal Exit auf P drücke, kann ich mir jetzt hinterher joinen. Hier. Multiplayer Localhosts. Jetzt join ich dem nach. Ich kann leider nicht mit zwei IPs drauf. Der eine ist nämlich schon, der hat nämlich meine IP. Also, ihr habt es ja gesehen, wie es funktioniert. Ich kann glaube ich auch in-game P drücken. Ne, kann ich nicht. Wenn es jetzt halt dann auf irgendeinem anderen Server würde, würde es gehen. Wenn wir die gleichen IP hätten, geht es natürlich nicht. So, das war es eigentlich schon zum Mod. Ihr findet ihn wieder auf meiner Seite zum Downloaden. Und
nochmal hier Verbindung drin. Dann bis zum nächsten Mal.